7 Kursbuchstrecken berührten den Bahnknoten Schwerin. Einfahrt hat ein D-Zug aus Wismar. 2 Loks der Baureihe 219 sind an der Spitze. Die Großdieselloks kamen in den 70er Jahren aus Rumänien zur Reichsbahn. Weiter südlich liegt der Bahnknoten Hagenow-Land. Seit 1848 treffen hier die Berlin-Hamburger Eisenbahn und die Strecke nach Rostock zusammen. Einfahrt hat ein Personenzug aus Ludwigslust. An der Spitze eine Diesellok der Baureihe 232. Die dieselelektrischen Maschinen stammten aus der Sowjetunion und lösten ab Mitte der 70er Jahre im großen Umfang die Dampfloks ab. Lange Zeit bestimmten sie das Bild im Interzonenverkehr. Nach der Wende bespannten 232er auch moderne Intercity-Züge zwischen Berlin und Hamburg. Ortswechsel nach Pasewalk an der Magistrale Berlin-Stralsund. Einfahrt hat ein D-Zug nach Berlin. An der Spitze gleich 2 E-Loks der Baureihe 143. Seit Mitte der 80er Jahre die wichtigste und zahlenmäßig stärkste Neubau-E-Lok der Deutschen Reichsbahn. Ausfahrt in Pasewalk. Wie so oft in der Nachwendezeit brachten Plandampfveranstaltungen die Dampflok-Veteranen wieder in den Plandienst zurück. Hier 65/57 der Berliner Eisenbahnfreunde auf dem Weg nach Grambo an der Grenze zu Polen. Bleiben wir an der Hauptstrecke Berlin-Stralsund, denn kurz vor Eberswalde befindet sich ein interessantes Bauwerk, die tunnelartige Unterfahrung des Oder-Havel-Kanals. Ein D-Zug ist auf dem Weg nach Berlin. Hochmodern der Führerstand. Für Reichsbahnverhältnisse Weltniveau. Im Gegensatz zur Bundesbahn setzte die Deutsche Reichsbahn auf Traditionspflege. Lokomotiven fast aller Gattungen wurden als Museumsloks erhalten. Viele sogar betriebsfähig, wie die Schweriner 91-134. Einfahrt in den Bahnhof Eberswalde hat ein Sonderzug aus Berlin. An der Spitze 74-1230 und 65-1008. Letztere ist ein DDR-Kind. Sie gehört zu den Neubauloks aus Babelsberg, die ab 1954 abgeliefert wurden. Am Haken der Feltener Traditionszug im Stil der 30er Jahre. Ortswechsel nach Berlin, ehemals Hauptstadt der DDR. Zuständig war die Reichsbahndirektion Berlin mit über 5000 Kilometer Streckenlänge die umfangreichste. Zentraler Punkt in Ost-Berlin war der Hauptbahnhof. In den Jahren nach der Wende wurde er zur Durchgangsstation für den Ost-West-Verkehr. Einfahrt hat ein Zug nach Dresden.
In Richtung Osten hing ab hier bereits der Fahrdraht. Vor den Zug rangiert 112-163 mit DB-Logo. Ein einfacher Grund. Anfang der 90er Jahre lieferte LEW Hennigsdorf jeweils 45-112er an Bundesbahn und Reichsbahn ab. Einzigartig in Deutschland war im Berliner Hauptbahnhof die Einfahrt E-Lok bespannter Züge. Da vor der östlichen Halleneinfahrt der Fahrdraht endete, rollten die E-Loks abgebügelt in den Bahnhof. Mühsam musste vor der Weiterfahrt rangiert werden. Ein Prozedere, das sich mehrmals am Tag wiederholte. So etwas gab es nur bei der Deutschen Reichsbahn. Vor den Zug setzt sich eine Diesellok der neuen Baureihe 229. Extra für den Intercity-Dienst aus der Baureihe 219 umgebaut. Der große Wurf war es nicht. Nur wenige Jahre waren 229er im Einsatz.